Hey Leute, heute spielen wir mal eine Abwandlung von dem Video vor 2-3 Wochen, ratet den Ort. Ich habe ja vor 2-3 Wochen das Video gemacht, wo ich auf Instagram Posts gemacht habe von verschiedenen Orten in Japan und ihr durftet raten, wo die Posts oder die Bilder entstanden sind. Daraufhin hat mich der Karl von Karks Fotografie angeschrieben oder er hat es eigentlich auch unter das Video kommentiert und die Idee gehabt, dass er mir Bilder schickt und ich rate, wo er diese Bilder gemacht hat. Und ich habe gedacht, wir machen daraus direkt einfach eine abgewandelte Form und ein neues Video draus. Der Max ist hier, der Max wird mir jetzt gleich ein paar Bilder schicken, die der Karl dem Max geschickt hat, einfach damit ich diese Bilder auch vor diesem Video noch nicht gesehen habe und nicht schon spekulieren konnte oder recherchieren konnte. Das heißt, ich werde dann ganz spontan raten und gucken, wie gut ich Japan dann wirklich kenne. Fangen wir einfach an. Der Karl hat relativ viele Bilder geschickt. Wir nehmen heute einfach mal 6 Bilder und schauen, wie das Ganze ankommt. So, jetzt kommt die Stimme aus dem Off. Ich schicke ihr die Bilder per iMessage durch, damit ihr wisst, wie das Ganze läuft. Sie hat die Bilder vorher wirklich noch nicht gesehen. Und ich habe jetzt die Vollmacht darüber, diese Bilder zu versenden und dass wir sie in einem Video einblenden. Jetzt kommt das erste Bild. Ihr kriegt es natürlich dann auch auf dem Screen. Achso, warte, dann rutsche ich kurz zur Seite. Oh, Bild Nummer 1 ist angekommen. Boah, warte mal, ich muss mal das einstellen, dass man das drehen kann. Also das ist natürlich Tokio, würde ich behaupten, aber von irgendeiner Aussichtsplattform. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Skytree ist. Warte mal, da ist ein Fluss. Boah, das ist echt schwer. Also ich würde spontan sagen Skytree oder Tokyo Tower, aber ich wette, es ist falsch. Achte mal auf das, was oben am Bildschirmrand ist. Hast du vom Skytree wirklich so eine Aussicht? Ja, stimmt, da sind Berge. Da sind Berge. Hä, aber so eine Aussicht hat man vom Tokyo Tower doch auch nicht, oder? Das ist korrekt. Okay, es ist nicht Tokio. vielleicht in Kyoto. Da sind Berge nur drumherum, oder? Ja. Kyoto, dieser TV Tower, der da beim Bahnhof ist. Nächster Hinweis. Warte mal. Nee. Ist der Kyoto Tower so hoch? Ja, nee, der ist ja aber auch mitten in der Stadt. Hä? Oh Gott. Aber ist es Kyoto? Nein. Nein. Dann habe ich keine Ahnung. Es ist Nagasaki. Nagasaki, krass. Nee, in Nagasaki war ich noch nie. Das hatte er ja auch geschrieben. Ja, also das, der Karl hatte geschrieben, dass er hofft, dass ein paar Orte dabei sind, wo ich auch schon war. Und das war schon der erste Ort, wo ich noch nicht war. Genau, das ist Nagasaki bei Nacht aufgenommen von Mount Inazayama. Sieht echt schön aus. So, das nächste Bild. Dieses Mal gibt es eine Detailaufnahme. Eine Detailaufnahme? Okay. Also das ist definitiv ein Schrein. Ein Inari-Schrein. Es wäre zu offensichtlich, wenn es der Fushimi-Inari-Schrein ist, oder? Ist aber korrekt. Ach so, okay, das war dann ziemlich einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein bisschen schwieriger ist, aber da denkt man natürlich als erstes an den Fushimi-Inari-Schrein. Deswegen, das war bei mir ja mit dem einen Bild genauso. Da habe ich euch ein bisschen reingelegt. Bei dem Bild wurde ich nicht reingelegt. Dann das nächste Bild. Bild Nummer 3. Ui. Oh nee, das habe ich schon mal gesehen, aber da war ich noch nie. Da war ich noch nie. Dass du den schon mal gesehen hast, hat er tatsächlich in der Nachricht geschrieben. Das ist der Byodo Inn in Uji. Der sieht voll schön aus. Voll groß. Er hat dazu geschrieben, er weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber vielleicht kennt man den. Ich war da noch nie, aber ich finde den voll schön. Und ja, ich habe den schon mal gesehen mit diesem Teich und dieser rote, pompöse Schrein. Echt schön. Aber ich bin gerade schlecht bisher. Bild Nummer 4. So.
Jetzt rucki zucki. Das ist schwarz-weiß. What? Was ist das für ein Bild? Also ich muss gerade mal Props raushauen, weil die Bilder sind alle ziemlich cool. Ja, die Bilder sind alle echt gut. Das müsstest du aber hinkriegen. Ich versuche gerade irgendwas wiederzuerkennen. Also spontan würde ich halt sagen Tokio. Weil es halt echt nicht, also Großstadt und so, aber ich versuche es gerade an irgendwas festzumachen. Hey, sind da gelbe Taxis? Es gibt etwas rechts unten im Bild, was eigentlich ziemlich viel verrät. Finde ich. Rechts unten. Meinst du diese Wasserdinger? Ja. Dann ist Kyoto. Nein. Wir sind da nebenher lang gelaufen, da wo die Fontänen sind. Hä? Ja. Kyoto sind Fontänen. Aber nein. Doch. Aber kein Fluss mit Fontänen. Da ist ein Fluss. Den Fluss habe ich nicht erkannt. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn man in ein gewisses Shoppinggebäude reinläuft, von einem ziemlich langen Fußweg vom Asahi-Gebäude, dann kommst du im Eingangsbereich an diesen Fluss vorbei. Und da sind diese... Ja, du meinst den Skytree, aber... Richtig! Das ist ein Bild vom Skytree. Wo sind da Fontänen? Nee, daneben dem Skytree ist ein kleiner Bachlauf und da sind so kleine Fontänen. Ich weiß, dass da ein Fluss ist. Ja, da sind so Fontänen reingebaut. Wusste ich nicht. Aber werden wir das mal als halb richtig? Spontan Tokio gesagt, weil es eben Großstadt ist, aber wieso sind da gelbe Taxis? Das verwirrt mich ein bisschen. Anyway. Vielleicht sind es ja auch viele gelbe Autos. Gelbe Autos? Seit wann gibt es denn in Japan so viele gelbe Autos? Das ist eine gute Frage. Oder das Bild ist bearbeitet. Eins von beiden. Ja, mal gucken, wie es mit diesem Bild aussieht. Wer hat das nicht geschickt? Nein. Okay, mal gucken, wie es mit diesem Bild aussieht. Boah, das sind voll schwere Bilder. Ich habe keine Ahnung. Da warst du auf jeden Fall schon mal. Es ist nicht Mount Helena. Da sind die Schwanenboote weiß. Ich weiß, deswegen habe ich das auch nicht gesagt. Aber da war ich schon mal. Wo war ich denn, du Mann? Es ist auf jeden Fall in Tokio. Ja, logisch. Also hätte ich jetzt vermutet, weil du warst auch nicht in so vielen anderen Orten. Hä? Ein See in Tokio. In einem Park. In einem Park? Ja. Hä? Also... Ein See auf einer Kreuzung wäre unwahrscheinlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass in Hamadikyu war ein Park mit einem Teich. Also der Hamadikyu-Koen ist ein Park mit einem Teich. Mhm. Aber da kann ich mich nicht an sowas erinnern. Nicht korrekt, ja. In was für einem Park war ich denn sonst so? Im Ueno-Park. Richtig! Das ist der Ueno-Park. Aber die Dinger habe ich noch nie gesehen. Aber, ich war das ist auch, tatsächlich der Ueno-Park, ja. Ich war auch einmal im März und das zweite Mal... Ja gut, das zweite Mal war ich im September da. Da hätte man die vielleicht sehen können. Hm. Nächstes Bild? Ja. Warte. Wäre theoretisch schon das letzte Bild. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, vielleicht kann ich mein Ansehen noch steigern. Dann nehmen wir ein Bild, was ich einfach saumäßig geil finde. Okay, auch eine gute Wahl. Das sieht echt cool aus. Also spontan würde ich halt sagen, am Fushimi Inari-Schrein, da hinten in der Ecke, wo halt diese ganzen, ja so ein bisschen abseits vom normalen Touristenweg gibt es so eine Ecke mit, ich glaube es sind Friedhöfe, wo eben sehr viele Tore stehen. Aber ich vermute, das ist es nicht. Doch, ist korrekt. Ah, so von Fushimi Inari-Schrein. Aber ich fand das Bild einfach krass, ja, weil die Stimmung, ist echt cool. Stimmung, Bildkomposition, Farbe, mega gut. Es erinnert mich an das Bild, was hier hinten hängt. Das sieht man jetzt nicht, weil es unscharf ist, aber es erinnert mich sehr daran. Ja, und das waren 6 Bilder. Yay, ich habe nur den Fushimi Inari-Schrein richtig direkt erkannt. Und jedes Mal gezweifelt, dass es ist, weil ich dachte, es ist eine Falle. ja, ich würde behaupten,
Ich war nicht so gut. Oder? Man muss dazu sagen, es waren echt schwere Bilder. Ja. Es sind tolle Bilder. Wir haben auch noch mehr. Mhm. Also glaube ich, dass es von den Bildern her nicht einfacher wird. Es gibt noch ein richtig einfaches, wo du sofort sagen wirst, was es ist. Ist echt dunkel geworden auf einmal. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt trotzdem erstmal mit diesen 6 Bildern. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen, ob ihr das cool fandet, ob ihr richtig geraten habt, wo irgendwo, wo ich falsch geraten habe oder so. Und dann können wir das gerne nochmal machen und vielleicht machen wir daraus ja was Regelmäßiges, wenn das Anklang findet. Aber das werden wir alles sehen. Von daher sage ich an dieser Stelle danke, dass ihr zugeschaut habt. Schickt Bilder. Wohin denn? Das müssen wir erst noch festlegen. Wohin? Also danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.